Hallo und herzlich willkommen erneut im Studio. Und vielleicht erratet ihr es schon, es geht nochmal um unsere Insektenfreunde und zwar jetzt konkret um die Ameisen. So, und mit den Ameisen, wo fängt man da an? Das Problem ist nämlich, dass wenn ich jetzt versuche, so einen allgemeinen Lebenszyklus eines Ameisenvolkes zu beschreiben, es kommt ganz stark darauf an, was für ein Ameisenvolk man sich da eigentlich anguckt. Als Insekt sind die eben wahnsinnig vielfältig. Es gibt weltweit sicherlich weit über 10.000 Ameisenarten und das macht die Sache relativ schwierig. Und die gehen auch größenmäßig bis hin zu einer Gewehrkugelameise, zum Beispiel sehr prominent die Gewehrkugelameise. Die dürfte einen der schlimmsten Schmerzen, den die Natur irgendwie hervorgebracht hat, auslösen. Ein Ameisenforscher hat nämlich einen Sting-Index entwickelt, ein Sting-Pain-Index, irgendwie sowas in der Richtung, indem er davon ja eben verschiedene Schmerzen der Bisse bzw. der Giftstachel, manche Ameisen haben auch wirklich einen richtigen Giftstachel, wie eine Biene hinten dran, ne, so ein, am Hinterleib sitzend. Und da eben verglichen, was wie weh tut. Und das Ganze hat so ein kleines bisschen was Komödiantisches. Also für seriöse Forschung, das ist seriöse Forschung, ist es schon ein bisschen lustig, weil er das dann immer noch vergleicht mit anderen Sachen, die vielleicht so ähnlich wehtun könnten. Und die Gewehrkugelameise, die tut wohl so weh, deren Stich, wie wenn man sich mit gehäuteten Fußsohlen über glühende Kohlen läuft und dabei sich einen langen Nagel durch den Fuß treibt. So in etwa beschreibt, also ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber so in etwa beschreibt eben dieser Forscher, seinen Namen blende ich euch noch ein, das fällt mir jetzt gerade ums Verrecken nicht ein, den Schmerz des Giftes, des Bisses, nee, des Giftes, ja, das ist ein Giftstachel, von der Gewehrkugelameise. Die wird sogar bis, glaube ich, 3 Zentimeter im krassesten Fall lang, die Soldatin, noch nicht mal die Königin, die ist meistens noch mal größer und schon faszinierende Tiere. Es gibt übrigens irgend so einen, das klingt jetzt wieder böse, irgend so einen Stamm, ja, das darf man heutzutage ja fast nicht mehr sagen, aber tatsächlich Ureinwohner der Region, die was Naturwissen und den Umgang mit der Natur angeht, uns natürlich wieder um das 10.000-fache überlegen sind. Also wenn ich jetzt von irgend so einem Stamm rede, dann tue ich das wirklich mit dem größten Respekt, weil ich einfach zu dumm bin, um deren Namen zu kennen, weiß aber sehr wohl, dass was nachhaltige Lebensweise und den vernünftigen Umgang mit der Natur angeht, irgend so ein Stamm uns wirklich haushoch überlegen ist und wir sind die Idioten und die wissen, wie es richtig geht. Ja, das muss man sich in diesem Zusammenhang immer klar machen und ich meine es in keinem Fall despektierlich, wenn ich da von einem Stamm rede. Ne? So, jedenfalls haben die aber diese etwas lustig anmutende Eigenschaft. Vielleicht ist das auch wichtig, ich weiß es nicht. Das kann ich einfach nicht beurteilen als Zivilisationsler. Dass die jungen Männer da beweisen, wie krass sie es drauf haben, indem sie wohl die Hand für einen längeren Zeitraum in einen Sack mit Gewehrkugelameisen reinstecken, dann logischerweise auch gestochen werden und dabei versuchen, keine Miene zu verziehen. Einfach um zu zeigen, was für ein krasser Krieger sie sind. Ist sicherlich eine effizientere Methode, als anderen Leute umzubringen und Krieg zu führen und solche Späße, um zu zeigen, was für ein krasser, wer auch immer man ist. Und sie ist auch angenehmer, zumindest für die umliegenden Anwohnerschaften, als zum Beispiel sich ein Auto, das besonders viel Krach macht, zu kaufen und das Gaspedal tief runterzudrücken, um zu zeigen, was für ein unglaublich mächtiges Männchen seiner Spezies man doch ist, weil man ein Gaspedal bedienen kann. Sollte irgendeine Frau jemals von Gaspedal durchdrücken beeindruckt geworden gewesen sein, dann schreibt sie es bitte mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Frauen sind zwar eine Minderheit bei meinen Zuschauern, aber nichtsdestotrotz sie eine sehr wichtige. Ja? Anders als bei den Ameisen, da sind sie tatsächlich, da sind wir Männer, eine extrem unwichtige Minderheit, die nichts zu melden hat. Ja? Das uns zurück zum Thema bringt. Denn, bevor ich mich jetzt wieder über Autoprolls aufrege,
Ameisen sind quasi Schwesternschaften. So 99,9% aller Ameisen, die sich zu einem willkürlich ausgewählten Zustand in einem Ameisenvolk, in einem Ameisenbau bewegen, sind Weibchen. Nur ganz, ganz wenige Männchen, und die sind dann auch nur saisonal überhaupt mal vorhanden, spielen da eine Rolle. Und wenn sie eine Rolle spielen, dann ist die kurz und danach sterben sie wieder alle. Bis mal wieder ein paar Männchen, weil hin und wieder braucht man sie dann doch zu Reproduktionszwecken, und dann können sie wieder weg. Also männliche Ameisen sind bei 99% aller Ameisenvölker im Grunde ein fliegendes Samenpaket, um es mal wirklich so deutlich zu sagen, oder eine fliegende, also sind dafür da, um eben Sperma über eine gewisse Distanz zu transportieren. Fertig. Das ist deren Funktion. Und das ist nicht gerade schön. So, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal überlegen, wo wir denn eigentlich im Zyklus eines Ameisenvolkes einsteigen wollen, weil das Dumme ist, es ist halt ein Zyklus. Und das heißt, egal wo man anfängt, man kommt dann am Ende wieder raus. Und wenn ich jetzt sage, die Königin gründet ein neues Volk, dann muss man ja vorher theoretisch, habt ihr in dem Moment keine Ahnung, wo die Königin jetzt hergekommen ist, die ein neues Volk gründet. Drum fangen wir jetzt spaßeshalber einfach bei einem Volk an, das da ist. Das ist jetzt einfach aus dem Nix plötzlich da. Puff. Ja? Und in diesem Volk beschließen die Ameisen jetzt plus minus demokratisch, dass es an der Zeit wäre, mal wieder ein paar neue Königinnen auf den Weg zu schicken. So, und dazu muss man wissen, dass ein Ameisenvolk aus mindestens drei Kasten besteht. Die nennt man Kasten in der Ameisenforschung. Und das sind, wie gerade schon erwähnt, die bemitleidenswerten Männchen, dann die zahlenmäßig und von der Bedeutung her mit Abstand am wichtigsten die Arbeiterinnen, und dann gibt es noch die Monarchen, die Königin oder die Königinnen. Das kommt jetzt darauf an, ob wir ein monogynes oder ein polygynes Ameisenvolk beobachten. Das hängt von der Ameisenart ab. Manche Ameisen, zum Beispiel unsere rote Waldameise, die sind polygyn, das heißt, die haben ein paar Königinnen, immer noch wenig, verglichen mit den Arbeiterinnen sehr, sehr wenig Königinnen, aber es sind mehr als eine. Und dann gibt es eben Ameisenvölker, die sind wirklich monogyn und haben genau eine Königin, die sämtliche Eier des kompletten Ameisenvolkes, und das kann durchaus eins mit vielen, vielen, vielen Millionen Ameisen sein, und trotzdem nur eine Königin, die sämtliche Eier des kompletten Volkes quasi gelegt hat. Ja, das sind die im Grunde ja schon die drei Kasten gewesen. Nochmal, dann können wir die Männchen auch wirklich abhaken. Was machen die? Die gehen hervor aus unbefruchteten Eiern. Ja? Also man muss jetzt wissen, eine Königin fliegt einmal los in ihrer Jugend, paart sich dann in vielen Fällen ein einziges Mal mit irgendeinem Männchen, einem von vielen, vielen, vielen Zehntausend, von vielen Millionen Männchen, das das Glück hatte, eben rechtzeitig bei der Königin zu sein. Alle anderen sterben, unverrichteter Dinge. Und diese eine Paarung reicht dieser Königin dann aus für sehr lange, weil die hat eben eine entsprechende Tasche, wo sie Spermien drin deponieren kann, und zwar sehr viele. Und die halten dann sehr lange. Ameisenköniginnen können im krassesten Fall weit über 20 Jahre alt werden. Also das ist wirklich bemerkenswert. Und über diese Zeit erreichen ihnen eben die gespeicherten Spermien von ein und demselben Vater letztendlich. Ja. Die komplette Zeit. Der ist schon vor 23 Jahren gestorben, nämlich gefühlte 2 Wochen nach Paarung. Ja, wenn er Glück hatte, wahrscheinlich eher eine Woche nach Paarung. Aber sein Erbgut, und um das geht's. Ja, das ist wirklich knallhart. Da geht's wirklich bloß ums Erbgut und um die Gene. Derjenige, der die transportiert hat, der spielt schon lange, lange, lange keine Rolle mehr. Und das reicht eben ewig, beziehungsweise über das vollständige Leben der Ameisenkönigin hinweg, weil wenn die, sollte der Ameisenkönigin vor ihrem physiologisch bedingten Tod, also an Altersschwäche gestorben, sollte vorher
ihr der Spermienvorrat ausgehen. Das kommt wohl hin und wieder mal vor. Die hat ein paar Millionen Spermien eingelagert, aber sie legt im Laufe ihres Jahres auch durchaus ein paar Millionen Eier. Also kann das durchaus sein, dass da irgendwie die Spermien alle sind, bevor die Ameise sonst das Zeitliche segnet. Dann wird sie unfruchtbar. In dem Fall wird sie von ihrem eigenen Volk gekillt. Im Regelfall aufgefressen und möglicherweise durch eine Nachfolgerin ersetzt, wenn gerade eine verfügbar ist. Ja, es kommt immer auch wieder auf die Art der Ameise an, jetzt jeweils konkret. Aber wir wollen jetzt gar nicht auf konkrete Arten eingehen, sondern eher mehr so allgemeine Prozesse im Ameisenstaat. Weil unfruchtbar kann sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, dann ist sie nutzlos, dann kann sie eigentlich auch weg. Also in der Hinsicht ist man da pragmatisch. Ja, wie mit dem Männchen, ja. Aber jedenfalls die Königin kann wirklich dadurch, dass sie halt eben ständig männliche, also Spermien parat hat, kann sie die Eier, die sie legt, quasi selbstständig immer befruchten. Jedes einzelne Ei, zack, befruchtet, zack, befruchtet, zack, befruchtet und gelegt, zack, befruchtet und gelegt und so weiter. Und das den ganzen langen Tag lang. Ja, die frisst und die legt Eier. Sonst macht die eigentlich nicht viel. Theoretisch kann sie noch laufen. Und das war's. Also die mit Abstand dümmste Ameise im ganzen Volk ist die Monarchin. Ja, ich habe viel zu viel Respekt vor der scheidenden Bundeskanzlerin, um das jetzt in irgendeiner Form mit den modernen Gesellschaften vergleichen zu wollen. Nee, wirklich nicht. Ne? Das wäre zwar jetzt ein relativ böser Witz, ja, aber ist halt wirklich nicht die Realität. Also so, das geht zu weit. Das würde echt zu weit gehen. Aber ja, es wäre ein guter Witz gewesen. Gut, jedenfalls, was wollte ich denn jetzt sagen? Genau. Also, warum ist die so blöd? Dazu kommen wir später noch. Aber jetzt erstmal die Tatsache, dass sie eben damit Kaste Nummer 1 ist, die Monarchin bzw. die Königin, das eierlegende Supervieh. Super in dem Sinn, dass sie viel größer ist als alle anderen Ameisen. Das muss sie auch sein, weil da muss ja der ganze Platz für diese hocheffiziente Reproduktionsmaschinerie, die sie letztendlich darstellt, muss ja auch irgendwo in dem Tier vorhanden sein. Drum sind die so groß. Drum haben sie auch einen relativ hohen Nahrungsbedarf und werden dann von den Arbeiterinnen auch entsprechend intensiv gefüttert. So, Arbeiterinnen. Ja, die dritte Kaste, die müssen wir jetzt noch ansprechen, die machen eigentlich alles. Die räumen das Nest auf, versorgen die Eier, füttern die Larven, bringen den Müll raus, holen neue Nahrung, verteidigen das Nest, killen andere Ameisen, um die dann aufzufressen, helfen als Trägerinnen aus, wenn gerade Trägerinnen irgendwo gebraucht werden, füttern Ameisen, die gerade krank sind, versorgen kranke Ameisen mit zum Beispiel Antibiotika, züchten Pilze, es gibt Gärtnerinnen, Arbeiterinnen zum Beispiel, melken Läuse und so weiter und so weiter. Also Arbeiterinnen sind so die Universalameisen. Man kann allerdings jetzt bei den Arbeiterinnen noch zwischen sogenannten Minors und Majors unterscheiden. Es gibt auch noch Mesos in manchen Völkern. Fangen wir mal mit den Mesos an. Das ist eine mittelgroße Arbeiterin und übernimmt alle Standardaufgaben. Brutpflege, Nest aufräumen, Zeug transportieren, Königin füttern, so ein Zeug. Ja? Standardgroße Arbeiterin. Dann gibt es eben die Minis, die Mini-Minors, die ganz, ganz kleinen. Die sind eigentlich dann wichtig, wenn es zum Beispiel um Blattschneiderameisen geht, weil die züchten Pilze. Ja, Blattschneiderameisen hat garantiert schon jeder mal in irgendeiner Dschungeldoku gesehen. Das sind die, die mit so kleinen Fähnchen aus Blättern in einer langen Reihe im Dschungel unterwegs sind und dann irgendwann in ihrem Bau verschwinden mit all diesen Blättern. Die wollen die Blätter nicht fressen. Ameisen haben, wie wir ja schon gelernt haben, wie jedes Insekt einen sehr kurzen, sehr undifferenzierten Darm und tun sich mit dem Abbau von Zellulose in vielen Fällen schwer. Ja, in vielen Fällen, Larven, da sieht das noch mal anders aus, aber zumindest bei der ausgewachsenen, bei Imago-Insekten, da wird es mit dem Zelluloseabbau im Regelfall recht schwierig und drum können die mit diesem Blattmaterial, insbesondere bei Ameisen gilt, keine Ameise kann Zellulose abbauen, keine Ameise frisst gern Salat. Ja, können sie nichts mit anfangen. Die Blätter dienen also als Futter
für die Pilze, die Blattschneideameisen in ihren Pilzzuchtgärtenkammern züchten. Warum züchten die Pilze? Warum züchten die nicht irgendwelche leckeren Früchte? Na ganz einfach, die bräuchten Licht. Pilze klappt auch im Dunkeln, also wunderbar im Ameisenbau. Und ganz fürsorglich kümmern sich die da um ihre Pilzchen und gucken, dass es den Pilzchen gut geht, schauen, dass immer genügend Luft da ist, genau richtige Belüftung, nicht zu viel, nicht zu wenig. Der CO2-Gehalt der Luft darf nicht zu hoch sein. Es darf auch auf keinen Fall irgendein Parasit die Pilze befallen oder ein Pilz, der die Pilze befallen will, die Pilze befallen oder sonstiges. Da wird also auch groß auf Hygiene geachtet. Könnte man sich heutzutage auch ein Stückchen, Scheibchen von abschneiden, dass sie zum Beispiel ganz genau drauf gucken, dass keine möglicherweise infizierten Ameisen in die Pilzkammern dürfen und kein Kontakt zwischen den pilzpflegenden Ameisen und den Außendienstameisen stattfindet, weil die könnten ja irgendwelche fremden Keime reinbringen, die dann wiederum die Pilzzucht erschweren könnten, zumal die Pilze, die gezüchtet werden, Monokulturen sind und dementsprechend anfällig für ja, andere Krankheitserreger. Das kennen wir vom Maisacker, ne? Wenn man da irgendwelche oder vom Weizenacker oder sucht euch was aus, wenn da irgendein fieser Parasit oder ein fieser Krankheitserreger daherkommt, dann ist die ganze Ernte entweder kaputt oder wir spritzen halt Gift. Das können Ameisen im Übrigen auch, selbstverständlich, dann entsprechend mit Pflanzenschutzmitteln ihre, also mit Pilzschutzmitteln ihre Pilze behandeln. Falls die drohen, von irgendwelchen Parasiten gefressen zu werden, haben sie alles da. Also so diverse, lustige, krasse Chemikalien, die man da einsetzen könnte, falls da in dem Fall was wäre. Ja, aber das ist die berühmte Blattschneiderameise und die hat jetzt eben diese Mini-Mini-Minos, ja, diese Mini-Arbeiterin, denn die ist dafür da, die Pilze zu pflegen und passt, weil sie so klein ist, zwischen den einzelnen Pilzfäden im Pilzgarten wunderbar durch und kann da überall nach dem Rechten sehen und gegebenenfalls ein bisschen was abzwicken und woanders ein bisschen was kontrollieren, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist oder gar irgendwelche Parasiten oder Feinde da eingedrungen sind, dann kann sie da Meldung machen und Tabula rasa und sonst wie. Ja, und da brauchst du dann diese Mini-Mini-Ameisen. Übrigens auch wichtig sind diese Mini-Mini-Ameisen, weil die reiten bei den blattschneidenden Arbeiterinnen, die mit den Blättern unterwegs sind, reiten die gerne oben auf dem Blatt mit. Ja, weil während die Ameise, die das Blatt trägt, damit unterwegs ist, kann die sich ja nicht wehren, weil die hat das Blatt ja in sämtlichen Mundwerkzeugen. Und dann sind die Mundwerkzeuge belegt. Die müsste also ihr Blatt wegschmeißen, um einen Angreifer erstmal beißen zu können. Und das ist unpraktisch. Drum, auf dem Blatt hockt dann die kleine Mini-Ameise und die kann dann mögliche Angreifer, die zum Beispiel auch von oben runterfallen und auf das Blatt kommen und da irgendwie angreifen wollen, die kann dann wiederum von der kleinen Mini-Ameise abgewehrt werden, indem die Mini-Ameise zumindest mal ein bisschen Ameisensäure, piu, 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 auf mögliche Angreifer verschießt. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist tatsächlich so. Also es gibt so viele wahnsinnig faszinierende Prozesse bei Ameisen. Wie konnte ich die nur all die Jahre ignorieren? Ich bin da jetzt inzwischen total hyped, wie man heutzutage ja so schön sagt, was diese faszinierenden Tiere angeht. Sobald ich, die machen gerade Winterpause, ne? Aber sobald ich wieder eine sehe, werde ich sie herzlich von euch grüßen und mich mal länger mit ihr unterhalten. Vielleicht sagt sie was. Kann sie nicht. Die kann nichts sagen. Die kommunizieren in keinster Weise akustisch. Aber man könnte ihr ein bisschen mit einem Haar auf den Kopf rumtätscheln, dünk, 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 weil dann könnte es passieren, dass sie das als Aufforderung zum Nahrung hervorwürgen versteht. Wupp. Dann kommt da so ein schöner glänzender Tropfen, beste energiereiche Flüssignahrung zum Vorschein. Survival-Tipp, ja? Wenn ihr zu verhungern droht, besorgt euch ein Haar. Und klopft Ameisen auf den Kopf, dann würgen die einen Tropfen Flüssignahrung hervor. Nein, vielleicht nicht ganz effizient. Gut, wo wollte ich denn jetzt hin? Genau, jetzt waren man die Mini-Minos, die Mesos, die Standardarbeiterin. Und jetzt brauchen wir noch die Majors. Das sind im Prinzip die Kriegerinnen. Besonders große Ameisenarbeiterinnen, die meistens einen extra großen Kopf haben. Warum haben die einen extra großen Kopf? Weil da eine richtig große Zange dran hängt. Und damit können die alles klein machen und kaputt machen, was ihnen irgendwie doof kommt. Ja, jetzt.
Fast jedes Kind weiß, dass Ameisen das Hundertfache ihres eigenen Körpergewichts tragen können. Das stimmt vielleicht nicht ganz, aber das 50-fache gibt es bei vielen Ameisenarten tatsächlich. Und wenn man sich diese Kraft konzentriert in dieser enormen Kneifzange, die so eine Ameisenkriegerin vorne am Kopf hat, vorstellt, das tut auch uns Menschen gehörig weh. Also wer jemals irgendwie den Fehler gemacht hat, auf einer Ameisenstraße Platz zu nehmen, ich spreche aus Erfahrung, oder gar neben einem Ameisenhaufen sich hinzusetzen, der hat vielleicht von den guten Majors schon mal was gesehen. Das sind nämlich diejenigen, die sich dann todesmutig wie König Theoden vor den Pelennor-Feldern tot brüllend in die Schlacht stürzen und ja, ohne Rücksicht auf Verluste auf 7 Milliarden mal so große Feinde losgehen. Die würden auch einen Elefant angreifen, sofern der den Fehler macht, sich in ihren Ameisenhaufen zu stellen. Das ist denen völlig Wurst. Die greifen alles an, was denen irgendwie zu nahe kommt. Also finde ich schon irgendwie, wenn man da so drüber nachdenkt, ist das schon einfach irgendwie faszinierend, ja. Und zwar bringen die einen vielleicht nicht um, aber du gehst dann weg, ja. Die gewinnen. Die gewinnen garantiert. Ziel ist ja nicht, dass sie dich auffressen wollen. Die kriegen dich eh nicht zerlegt. Aber weggehen tust du, ja. Also, wer ist jetzt der Stärkere? Ja, die kleinen, diese kleinen winzigen Viecher mit einem IQ von 3 oder du oder ich in dem Fall. Ja? Also, ich habe noch nie gegen Ben versus Ameisen, vergiss es. Es ist keine Chance. Ja? Hast du wirklich keine Chance. Ja, und das sind eben die Kriegerinnen. Die haben noch weitere Aufgaben. Die können zum Beispiel auch schweres Zeug transportieren. Wenn also mal schweres Zeug gebraucht wird, werden sie auch gerufen, um das zu transportieren. Was man noch vielleicht kurz erwähnen müsste: Wieso gibt es denn diese drei unterschiedlich, maximal drei? Oder vielleicht gibt es auch irgendwo 4. Oder es gibt noch irgendwelche Ameisenvölker, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Die haben 5, wissen wir nicht. Aber standardmäßig eben 2 bis 3 Größen von Arbeiterinnen mit unterschiedlichen Aufgabenspektren. Das ergibt sich, indem die Larven stark, gut oder normal gefüttert werden. Oder halt eben zu wenig. Je nachdem, wie viel oder wenig Fressen die kriegen, schlüpfen die als große oder kleine Ameise und spannenderweise rufen die dann auf ihrer DNA das Verhaltensprogramm für kleine, mittlere oder große Ameise ab und wissen dann gleich, was ihr Job ist, sozusagen, über ihre DNA, weil sie jetzt per Irgendwer hat das entschieden. Ja, irgendeine andere Arbeiterin hat festgestellt, die kann das wahrnehmen, die kann insofern mit ihren Artgenossen kommunizieren und zählen. Okay, bin jetzt gerade 50 Schwestern begegnet. Von diesen 50 Schwestern waren irgendwie 40 stinknormale Arbeiterinnen und nur 10 waren Kriegerinnen. Wir bräuchten aber gerne 15 Kriegerinnen auf 50 auf 40 Arbeiterinnen und drum haben wir zu wenig Kriegerinnen. Ich mach mal noch 5. Ja? Also so ein Prozess muss da in irgendeiner Form stattfinden. Ja, das ist natürlich nicht wirklich ein Zählen, aber sie müssen eine Möglichkeit haben, irgendeine Feststellung, wie viel meiner welche Aufgabe übernehmenden Schwestern sind denn hier jetzt gerade so unterwegs? Wovon haben wir zu wenig? Wovon brauchen wir mehr? Ich füttere diese Larve dementsprechend jetzt mit ganz viel, mit ganz wenig oder normal. Ja? Wahnsinnig spannend. So ein wahnsinnig primitives Vieh, was im Grunde nicht denken dürfte, kann es dann doch und kann individuell in einem Volk von vielen Millionen Tieren eigene Entscheidungen treffen und sogar diese dann umsetzen und das kann Auswirkungen auf das gesamte Volk haben. Irre, ja, irre. Es gibt noch andere Beispiele für Demokratie im Ameisenvolk. Wirklich irre, ja. So. Jetzt, also das sind die Arbeiterinnen. Ne? Zu denen kommen wir noch ganz viel, die werden noch ganz wichtig, die machen ja viel mehr als die Königin. Aber jetzt nehmen wir mal an, die Arbeiterinnen beschließen mal wieder demokratisch aus irgendeinem Grund, weil sie es irgendwie mitbekommen haben und es irgendwie für eine gute Idee halten, dass es jetzt mal Zeit wäre, ein paar Königinnen zu produzieren. Also Jungköniginnen sozusagen, die aufgrund dessen, dass sie eben noch kein Männchen gefunden haben, noch keine Eier legen können, weil ihnen halt eben ja, die männliche Komponente des Samens fehlt.
Und die werden jetzt produziert, indem die Königin, also die amtierende Königin, stinknormale Eier legt. Die legt auch keine Königinnen-Eier, sondern legt ganz normale Eier. Und die Larven, die da draus schlüpfen, sind ganz normale Larven. Und die werden jetzt aber mit dem Premium-Futter gefüttert. Das kennt man auch von Bienen, Gelée Royale und solche Späße. Ne? Bei Ameisen gibt es jetzt sowas in dem Sinne nicht. Aber die werden einfach extrem gut gefüttert, extrem gut verhätschelt und, achso, das habe ich vergessen zu sagen, die Königin kann entscheiden, ob sie befruchtete Eier legt oder unbefruchtete Eier. Ja, sie kann also einfach kein Spermium dazugeben für jedes Ei, was sie raushaut, kann es einfach sein lassen. Und in dem Moment, wo sie das tut, legt sie unbefruchtete Eier. Das erkennen die Arbeiterinnen sofort, dass die unbefruchtet sind. Die kommen dann so in die hinterste Ecke, wo es nicht lustig ist, zum Schlüpfen. Und was schlüpft dann da? Ja, als primitiver Sonderling natürlich ein Mann. Und also als Mann macht Ameisenforschung nicht so viel Spaß wie für meine Frau, das kann ich mir vorstellen. Gut, ja, wie dem auch sei, jedenfalls, das sind tatsächlich so die Ameisen zweiter Klasse. Die haben noch nicht mal einen vollständigen DNA-Satz, also nur den Satz ihrer Mutter quasi. Die Komponente des Vaters kommt gar nicht dazu. Und ja, sind halt jetzt irgendwie, sind halt auch da. Braucht man halt irgendwie. Aber die haben lustigerweise dann automatisch, dadurch, dass sie nicht befruchtet worden sind, wird da irgendwie das Gen zu kriege Flügel aktiviert. Und dann kriegen die beim Aufwachsen Flügel. Arbeiterin nie. Keine Ameisenarbeiterin, gar keine, hat Flügel. Das gibt's nicht. Ja? Und also zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst als unbefruchtetes Ei gelegt und wirst zum Männchen, dann kriegst du Flügel. Oder du wirst als Jüngstameisenweibchen unglaublich gut gefüttert, dann wird irgendwann auch das Flügelgen aktiviert und das Gen zu bilde einen großen Reproduktionsapparat aus. Grundsätzlich haben sämtliche Arbeiterinnen, sind ja Weibchen, die haben schon auch Eierstöcke in Anführungszeichen. Die können, wenn sie es müssen, theoretisch auch unbefruchtete Eier legen, also Männchen hervorbringen. Aber das hilft nicht wirklich weiter. Und wenn die Königin fehlt, würde ein Ameisenvolk zwangsläufig irgendwann aussterben, einfach weil die unbefruchteten Eier, die nur unbefruchtet sein können, weil es kann nicht irgendwo ein Männchen herkommen und plötzlich gibt es wieder eine neue Königin, die dann befruchtet worden ist. Man kann eine Arbeiterin auch gar nicht befruchten, die hat noch nicht mal das entsprechende Organ, damit das passieren könnte. Und daher können die nur weitere Männchen produzieren. Und da Männchen nutzlos sind und in der Gegend rumhocken und darauf warten, dass sie losfliegen können, aber ansonsten nichts schaffen, ja, wie bei uns, geht dann halt das Volk zugrunde, wenn es nur noch aus Männern besteht. Ach, das ist so böse bei den Ameisen. Also als Mann echt nicht schön. Ja, trotzdem jetzt zurück zur Jungkönigin. Also ein weibliches Ei wird super toll umsorgt, die Larve super toll umsorgt und dann wird daraus eben eine noch viel größere Ameise als schon die Kriegerinnen und sogar so groß, dass sie zusätzlich noch Flügel ausbildet. Und durch die tolle Versorgung mit Nahrungsmitteln kann sie jetzt als Jungkönigin auch ein besonders großes, leistungsfähiges Gehirn ausbilden, weil das braucht sie jetzt auch. So, denn dieses Gehirn muss im Gegensatz zu einer Arbeiterin eine erweiterte Navigationsfunktion haben, weil die Arbeiterin folgt normalerweise irgendwelchen Spuren draußen, Pheromonspuren, Ameisenstraße. Ein ganz spannendes Thema, können wir nochmal ein andermal drüber reden. Ist alles super und auch alles durchaus eine Denkleistung, aber die Königin muss ja jetzt erstens mal rumfliegen, das heißt, sie ist dreidimensional unterwegs und nicht nur auf dem Boden oder entlang von Oberflächen, sage ich jetzt mal. Zweitens, sie muss weit fliegen, sie braucht trotzdem eine gewisse Orientierung, wo sie ungefähr hingeflogen ist. Gerade bei Völkern, wo die Königin hinterher wieder zurückfliegen muss, zurückfinden soll, zu ihrem eigenen Ameisenhaufen zum Beispiel, was wäre jetzt bei unserer roten Waldameise der Fall, da ist er schon
Die Orientierungsleistung ist da schon wichtig und darum wird das Hirn in diesem Bereich eben besonders gut entwickelt, besonders mit Nährstoffen versorgt, damit sie einfach ein bisschen schlauer ist und den Weg auch findet. Außerdem braucht ihr Gehirn eine Sektion zum Fliegen, eine Flugfunktionssteuerung sozusagen, einfach damit die Flügel auch benutzt werden können. Auch dafür muss ein Bereich im Hirn separiert sein. So, und je nachdem, was das jetzt eben für eine Königin ist, brauchst du dann noch weitere Sachen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das langt erstmal. Die Jungkönigin ist also jetzt ready to take off. Die ist ausgewachsen, die hat ordentlich Futter bekommen, Flügel bereit, Eierstöcke bereit, Reproduktionsorgane funktionsfähig. Braucht jetzt nur noch ein Männchen von weit weg nach Möglichkeit, damit eben ein Genaustausch stattfindet. Ja? Also Genaustausch bei allen Tieren wichtig, bei Pflanzen wichtig. Wenn du dich immer nur klonst, ist irgendwann ungesund. Darum sollten ab und zu mal ein paar frische Gene reinbekommen, zumal die nächste Königin wieder 20 Jahre lang die genetisch mehr oder weniger selben Eier legt. Da kann durchschnittlich sind sämtliche Ameisenschwestern, also alles, was die so legt, mal abgesehen von den nutzlosen Männchen, ja, sind genetisch zu 75% identisch, durchschnittlich. Und viel genetische Variation kommt auf diesem Wege eben nicht zustande. Nur wenn die Königin wechselt, kommt mal neues Erbgut in den Ameisenbau. Ne? So. Und drum ist es eben wichtig, unsere Jungkönigin geht jetzt nach draußen, die kriegt keine besondere Prozession oder wird mit irgendwelchen Ehrenbekundungen rausgelassen, sondern die darf da jetzt einfach raus und keiner interessiert sich so richtig für sie. Und dann fliegt sie los. Ja, und dann fliegt sie so lange durch die Gegend, bis irgendeine andere gleiche Ameisenart, andere Kolonie, gerade zu diesem Zeitpunkt, wo die Königin rumfliegt, das ist mehr oder weniger schon zeitgleich. Ja. Die haben ja gewisse Schwärmzeiten, wo halt gerade optimale Flugbedingungen herrschen. Und eine andere Ameisenkolonie beschließt zu diesem Zeitpunkt also gerade die nutzlosen Männchen jetzt endlich mal vor die Tür zu setzen, damit sie dann doch mal die eine Aufgabe, die sie haben, bitte erfüllen sollen, nämlich rumfliegen und nach Jungköniginnen suchen. Und das machen die Männchen und Jungköniginnen und Männchen, ein ausgewähltes Männchen aus vielen, vielen tausend treffen sich und Lamour. Und in dem Moment ist das Männchen nutzlos und kann recycelt werden. Und das Weibchen bzw. die Jungkönigin hat jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ist sie eine Jungkönigin aus einem polygynen Volk, dann will sie zurück zu ihrem Haufen. Wenn sie zurück bei ihrem Haufen ist, wird sie tatsächlich von den Arbeiterinnen freudestrahlend in Empfang genommen, kriegt ihre eigene Nisthöhle, wird dahin gebracht, dann reißt man ihr die Flügel raus, weil die braucht sie jetzt nicht mehr. Die kommt auch nie wieder ans Tageslicht und hat den Rest ihres Lebens nichts anderes zu tun, als Eier zu legen. Und damit legt sie dann in dem Moment auch schon los. So, und während sie da so fröhlich Eier legt, baut sie einen Großteil ihres Gehirns ab, weil schlau zu sein macht keinen Sinn, wenn man nur eine Eierlegemaschine ist. Und vergisst die Flugmuskulatur. Die Flugmuskulatur wird abgebaut vollständig. Die wird einfach verdaut sozusagen. Die Kompartimente im Gehirn, die fürs Fliegen zuständig sind, werden ebenfalls abgebaut und verdaut. Der Orientierungssinn wird verdaut und im Grunde kann die am Ende nur noch fressen und Eier legen. Das war's. Sie könnte auch noch ein bisschen rumlaufen, falls das Nest umziehen muss, aber sie weiß auch nicht, wohin sie läuft. Sie kann wirklich nur ein Bein vors andere setzen und braucht ganz viele Arbeiterkriegerinnen, Soldatinnen um sich rum, die auf sie aufpassen und ihr sagen, wo sie hinlaufen soll. Ja. Das geht noch, das war es dann aber auch. Ja, das macht sie jetzt den Rest ihres Lebens und dann ist gut. Damit hat sie dem Volk ordentlich gedient, das Volk dankt. Alternativ ist es eine Ameisengattung, die nur eine Königin hat, also eine monogyne Ameisenart. Und da sieht die Sache noch mal ein bisschen komplizierter aus, weil auch da gibt es jetzt Lamour und das Männchen kann sterben, weil es keiner mehr braucht. Und die Königin fliegt jetzt irgendwo hin und muss mit ihrem hochentwickelten, hoffentlich hochentwickelten Gehirn jetzt beschließen, wo sie denn eine neue Kolonie bilden muss, kann, soll. Ja? Das kann sie ganz allein entscheiden. Darum ist es auch wichtig, dass sie ein möglichst hochentwickeltes Gehirn hat, damit sie da keine dumme Entscheidung trifft. Aber vielleicht gräbt sie sich jetzt irgendwo rein, wo sie der Meinung ist, hier wäre es jetzt ganz hilfreich, irgendwo in den Boden zum Beispiel, legt da eine kleine Mini-Bruthöhle an und legt die ersten Eier. Das kann sie jetzt sofort, das ist auch kein Problem. So, doof jetzt. Normalerweise hat so eine Königin eben jede Menge Untergebenerinnen, die ihr dann eben um die Eier sich kümmern, um die Larven sich
kümmern und so weiter und so fort. Aber das hat diese Königin jetzt logischerweise noch nicht, weil die ist ja allein. Drum muss sie sich jetzt selber drum kümmern, dass da Larven aus ihren Eiern schlüpfen. Muss die Larven selber aufpäppeln, selber mit Nahrung versorgen. Und je nachdem, wie klein oder groß diese Königin ist, wenn es eine sehr große Königin ist, einer großen Ameisenart, dann hat sie meistens genügend Reserven gespeichert, indem sie nämlich jetzt sich auch schon längst die Flügel abgebissen hat und ihre Flugmuskulatur jetzt quasi verdaut und daraus ein Sekret produziert, mit dem sie wiederum die Larven füttern kann. Und ihre Fettreserven natürlich, sofern viel Fettreserven haben Ameisen nicht, aber ein bisschen schon. Und die brauchen ja auch nicht viel. Damit kann sie also so ein bisschen diese neue Generation, erste Generation von Proto-Arbeiterinnen, nennen wir sie jetzt mal, heranzüchten. Außerdem kann sie schon den Teil, der für die Navigation und fürs Fliegen zuständig ist, von ihrem Gehirn ebenfalls verdauen und auch wieder zu Nahrungssäften verarbeiten. Ist es aber eine sehr kleine Königin, dann hat sie nur sehr wenig Flugmuskulatur und sehr wenig Hirn zu bieten, um damit eben ihre Larven füttern zu können. Dann kann es passieren, dass sie sogar, bevor sie anfängt, die Hirn zu verdauen, nochmal raus muss und Nahrung finden, um dann die Larven zu versorgen. Und erst wenn die Larven so weit groß genug sind, dass die Larven anfangen können, sich um die Königin zu kümmern, in jedem Fall, völlig egal, ob die jetzt von Königin Hirnsubstanz gelebt haben oder von Königin, die nochmal rausgegangen ist, um Nahrung zu besorgen. Aber sobald die erste Generation von Larven soweit ist, zur ausgebildeten Arbeiterin quasi zu werden, übernehmen die sämtliche Jobs. Die Königin legt nur noch Eier und versorgt werden jetzt die neue, zweite Generation Eier, zweite Ladung Eier, eher muss man sagen, Generationen gibt es da in dem Sinne ja nicht. Die sind ja alle gleich arg verwandt und haben gleiche Eltern sozusagen. Also diesen einen Vater, den schon längst jeder vergessen hat, und eben die Königin. Und ja. Die kümmern sich halt eben um die nächste Generation. Das sind dann die ersten richtigen normalen Arbeiterinnen. Diese Proto-Arbeiterinnen sind noch erheblich kleiner und erheblich weniger schnell und kräftig als die Standard-Arbeiterinnen. Übrigens nur etwa 2% aller Königinnen schaffen es so weit, dass sie überhaupt ein neues Volk gründen können, weil ganz viele finden erstmal gar keinen Mann. Ja? Nochmal ganz und sterben dann, weil dann fliegen sie so lange rum, bis sie halt tot sind, verhungert. Viele finden einen Mann, wählen dann aber einen dummen Ort vor ein Nest und werden gefressen. Oder viele finden einen Mann, versuchen einen Ort für ein Nest zu wählen, werden auch mal auf dem Weg dahin gefressen, weil Ameisenkönigin ist lecker. Ja, die ist schön groß und saftig und knusprig. Also, die wird gerne gefressen von allen möglichen Viechern, die so im Wald unterwegs sind. Und deshalb eben nur ganz wenige schaffen es wirklich, dass dann auch das funktioniert. Und selbst wenn sie einen Platz gefunden haben und die ersten Eier legen, dann müssen sie sich auch noch um die ersten Larven kümmern. Und wenn sie dabei zu schnell ihr Gehirn verdauen, dann sind sie möglicherweise zu blöd, um sich um die Larven zu kümmern. Und dann scheitert es daran. Also, es ist eine hochtragische Angelegenheit. Ja? Aber nehmen wir mal an, das klappt alles, dann haben wir jetzt tatsächlich eine neue Ameisenkolonie, in der die Königin ab sofort dumm sein kann, weil sie nur noch Eier legen muss und die Arbeiterinnen übernehmen ja alle Macht im Proletariat, übernehmen dann quasi das Kommando und kümmern sich um alles, ja, und sorgen dafür, dass die neuen Eier dahin kommen, wo sie hinkommen, legen neue Gänge an, legen neue Brutkammern an, wo die Eier dann hintransportiert werden, wo die Larven hintransportiert werden, kontrollieren bei den Larven eben, wie viel zu essen die brauchen, fällen Entscheidungen, wie viele Soldatinnen es geben soll, wie viele normale Arbeiterinnen, wie viele Minis, wenn es überhaupt Minis gibt in der entsprechenden Art der Ameise, räumen das Nest auf, räumen übrigens auch Leichen aus dem Weg, wenn mal irgendeine Ameise an Altersschwäche stirbt. Ja, und wie viel Überlänge haben wir? Viel. Okay. Dann möchte ich es an dieser Stelle tatsächlich auch lassen, weil das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, wo jetzt unsere neue Ameisenkolonie gerade entstanden ist und so langsam die Prozesse ins Laufen kommen, weil dann können wir uns nämlich dann nochmal vielleicht eventuell in einer möglicherweise noch folgenden weiteren Folge zu den Ameisen damit beschäftigen, was die denn im Außendienst so anstellen, die Arbeiterinnen, und welche weiteren faszinierenden Navigationsleistungen die zum
Beispiel haben, um dann auch wieder zurück zum Nest zu finden oder wie das mit der Läusezucht funktioniert. Und wenn ich dann noch Bock habe, nochmal total zu überziehen zeitlich, dann müssen wir uns nochmal über die argentinische Ameise unterhalten, weil da kursieren im Internet so ein paar Gerüchte, die aus Sicht eines Ökologen einfach nicht so ganz korrekt sind. Ja, argentinische Ameise hat man vielleicht schon mal gehört, ist die weltweit invasivste und sich krass am krassesten ausbreitende Ameise bisher. Aber ja, ich will nicht zu viel verraten, wie wir zeitlich hinkommen. Ne? Aber ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen was auch immer. Ja? Je nachdem, wann ihr das gesehen habt. Es gibt ja so ein paar Wahnsinnige, die gucken das jeweils kurz nach 12, kurz bevor es veröffentlicht wird. In denen wünsche ich gerne eine gute Nacht. Alle anderen, die da nicht ganz so schlaflos sind, denen halt eben was gerade ist. Ne? Aber bis morgen.